Im Inneren eines Quadrats ABCD ist das gleichseitige Dreieck AMB konstruiert. Frage: Wie groß ist die Öffnung des Winkels CMD? In diesem Quadrat ABCD konstruieren wir dieses gleichseitige Dreieck AMB. Und gefragt wird die Öffnung von diesem roten Winkel. Um die zu bestimmen, konstruieren wir diese Mittelsenkrechte. Wir wissen, dass das Dreieck AMB gleichseitig ist, also haben alle inneren Winkel als Öffnung 60 Grad. Und somit misst dieser Winkel 60 Grad. Demzufolge muss dieser Winkel 30 Grad messen, weil die Summe von den beiden ja 90 Grad ergibt. Dieses Dreieck ADM ist ein gleichschenkliges Dreieck, weil die Länge von dieser Seite AD, das ist die Seitenlänge des Quadrats, die Länge dieser Strecke AM aber auch, denn diese Strecke ist ja genauso lang wie AB. Also, da dieses Dreieck hier ein gleichschenkliges ist, können wir diese Basiswinkel sehr schnell bestimmen. Sie sind gleich groß und die Summe dieser zwei Basiswinkel mit diesem Winkel 30 Grad ergibt 180. Also müssen diese zwei Basiswinkel beide 75 Grad messen. Da dieser Winkel 75 Grad misst, muss dieser Winkel hier 15 Grad messen, da die Summe beider Öffnungen ja 90 Grad ergeben muss. Jetzt schauen wir in diesem Dreieck. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck und deshalb wissen wir, dass 15 Grad plus dieser Winkel, das heißt die Hälfte von x, 90 Grad ergeben muss. Also wissen wir, dass x halbe plus 15 90 ergibt, woraus wir schließen, dass x halbe 75 ergibt und demzufolge muss x 150 sein. Die richtige Antwort auf die gestellte Frage ist also die Antwort E. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.